Moin Leute, euer Xamnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist vom guten Erik Berntsen. Werden Vegeta und Kappa zusammenarbeiten im Turnier der Kraft? Bisher standen sich Vegeta und Kappa ja nur als Gegner gegenüber, doch einen Kampf hat man bisher nicht von den beiden gesehen, da Kell durchgedreht ist und so der Kampf gestoppt wurde. Vegeta wird meiner Meinung nach früher oder später noch gegen Hit kämpfen, aber dass Vegeta und Kappa dort zusammenarbeiten, wäre Quatsch. Kappa kämpft ja nicht gegen sein eigenes Universum. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die beide zusammen gegen Jiren kämpfen werden, da er für mich der einzige Gegner ist, der stärker als Vegeta ist. Ja, ich finde auch Vegeta stärker als Toppo, aber wie immer jeden seine Meinung. Gegen Jiren könnten sie wirklich zusammenarbeiten, aber ich denke mal erfolglos, dass sie nach einem kleinen Kampf rausfliegen werden. Was ist eure Meinung dazu? Wie könnten die beide zusammenarbeiten? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann schreibt dies auch in die Kommentare. Wenn sie mir gefallen, nehmt sie auf jeden Fall gerne mit auf meine Liste und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!